Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Mit freundlicher Unterstützung der GVG, meine Energie und dem fantastischen Kuchen vom Simons. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim und heute wird es endlich mal wieder musikalisch und fröhlich. Und wer heute meine Gäste sind, stellt euch mal bitte vor. Ja, hi, ich bin der Tobias von Edelmeer. Und ich bin die Sabine und zusammen sind wir ein Popschlager-Duo. Popschlager-Duo mit dem Namen Edelmeer. Ihr habt einen ganz weiten Weg gehabt, wo kommt ihr her? Jetzt mittlerweile aus Oberfranken. Das heißt, auch ursprünglich sind wir Oberfranken. Man hört es an deinem R. Ja, ich kann es. Ist nicht schlimm. Kann es schwer verhindern. Muss ja. Muss nicht. Ja, wir haben jetzt zuletzt 8 Jahre im Raum München gelebt und sind kürzlich wieder in die alte Heimat gezogen. Und München ist euch zu hektisch geworden? Ja, das war eher so eine, wie sagt man da, ja, durch natürlich die aktuelle Corona-Situation hat sich ja alles ein bisschen verändert und bei uns auch die berufliche Situation. Es ist mehr im Homeoffice möglich. Tatsächlich waren wir dann im vergangenen Jahr, als dieser erste Lockdown da war, einfach wegen Kinderbetreuung und so weiter, viel bei Großeltern, viel in der alten Heimat und haben einfach unsere alte Heimat wieder kennengelernt, waren da total gerne, viele Bekannte getroffen und ja, alles zusammen hat dann dazu geführt, dass der Umzug in Frage kam, was ein paar Monate vorher noch undenkbar war. Ja, waren wir viel spazieren, irgendwann ein Haus gesehen, gedacht, ach, ist interessant, können wir uns vorstellen. Ja, und dann... Muss ich mir das so ländlicher vorstellen oder Kleinstadt oder... Es ist schon gut ländlich. Kleinstadt und ja. Und ein Ort, also wir stammen jetzt aus, oder wohnen jetzt in Marktrodach, das ist ein Ort, die Einwohnerzahl, weiß ich. Daneben ist Kronach, ich glaube Kronach mit umliegenden Gemeinden müssen so 18.000 sein, so die Größenordnung. Pi mal Daumen. Immerhin. Also ihr seid jetzt in einer richtigen Großstadt in Pulheim. Gut. So, jetzt haben wir die geografischen Fragen geklärt. Gleich kommen wir zu eurer Musik und das, was euch verbindet. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Edelmeer bei mir zu Gast im Kaffeeklatsch. Wir haben schon ein bisschen geklärt, wo ihr herkommt und warum ihr herkommt. Ihr habt den weiten Weg auf euch genommen, um hier im Kaffeeklatsch mal dabei zu sein und euch und eure Musik vorzustellen. Kommen wir jetzt vielleicht mal zu eurer Musik. Seit wann beschäftigt euch das Thema Musik? Also tatsächlich, man kann jetzt vorwegnehmen, Tobi und ich sind mittlerweile verheiratet, schon seit über 10 Jahren und haben uns 2007 bei unserer Partyband kennengelernt. Genau, da gibt's auch so eine schöne Geschichte. Ich habe damals vorgesungen, Tobias war schon Keyboarder der Band. Und er fand mich beim ersten Vorsingen echt schlimm. Also er wollte das mich... Singen oder nicht persönlich? So, ich war damals 18. Also ich war halt so ein kleines, junges Küken, das halt singen wollte. Ja, und er fand es damals einfach nicht passend, oder? Ja, also zur Erklärung, das ist einfach eine Coverband gewesen, in der ich damals gespielt hatte, die wir beide heute übrigens immer noch führen. Damals war ich einfach nur Mitmusiker. Und da kam eben diese Hüpftante da zum Vorsingen rein und nö, fand ich nicht gut. Und mit dem damaligen Chef der Band habe ich mich wirklich gestritten, weil ich wollte sie nicht haben. Er wollte sie, ja. Und ich habe mich gewehrt, was ging, hat nicht geklappt und so ungefähr 3 Jahre später waren wir verheiratet. Genau. Die Notlösung. Aber sag mal, was habt ihr gecovert? Grundsätzlich querbeet oder gab es eine bestimmte Band, die ihr da... Nee, das war tatsächlich eine Partycover-Band von Helene Fischer bis AC/DC, die volle Palette. Genau. Mit der waren wir jetzt bis, ja, letztes Jahr, oder sind wir aktuell eigentlich, wenn es bald wieder losgeht, immer noch unterwegs, so auf Oktoberfest-Veranstaltungen in ganz Deutschland. Oktoberfest, was war das nochmal? Nein, aber so, vor so 6-7 Jahren kam dann der Wunsch dazu, hey, möchten auch gern mal was Eigenes machen und Tobi hat schon immer ein bisschen komponiert, ein bisschen getextet und dann kam eins zum anderen und dann wurde eben aus Partyband auch noch unser Duo Edelmeer.
Sag mal noch mal kurz, mit welchem Lied du dich damals vorgestellt hast. Oh mein Gott, gute Frage. Ich kann's gar nicht mehr beantworten. Es waren aber drei, du, weil dir hat's ja nicht Nummern. Gefallen, oder? Boah, ist wirklich schwierig. Also ich meine, es war Isle of Rock'n'Roll dabei. Ich meine, wir hatten da gerade Let Me Entertain You von Robbie Williams gemacht, das zwar der Sänger gesungen hat, aber Biene hat eine zweite Stimme dann dazu gesungen. Und also wahrscheinlich Walking in Sunshine und so Sachen, was halt damals da gerade so in war. War das denn immer damals auch schon deine Musikrichtung? Oder wolltest du einfach nur in eine Band und hast gedacht, komm, ich sing da mal vor? Also tatsächlich kommen wir beide, also ganz, ganz ursprünglich, so Schülerbands. Du tust so, als wären schon Mitte 60 sein. Okay. So Schülerband-Zeiten, wie es halt damals so angefangen hat, kommen wir eigentlich beide so aus der Rock-Richtung, kann man sagen, was halt damals auch einfach so mit Band verbunden wurde. Und ja, ich hatte dann auch immer Freunde, Bekannte, ja, die hatten dann Partymusik gemacht und waren unterwegs. Und ich habe so gedacht, oh, ich will das aber auch. Und dann kamen einige Zufälle zusammen und ich habe den Bandchef kennengelernt und wir hatten die gleiche Verleiherfirma und ja, eins zum anderen und ich war da zum Vorsingen und dann ging's los, dann eben dann auch in Dirndl und Lederhose. Wie schön. Heute mal nicht in Dirndl und Lederhose. Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich eine Pause machen, aber sollten vielleicht mal in eure Musik reinhören. Was sollen wir denn mal als erstes hier vorstellen? Vielleicht eins der ersten Werke von euch? Genau, also Biene hat es ja beschrieben. Es ging dann mal drum, ja, wir wollten uns unsere eigene Musik auch mal machen, nicht nur nachspielen. Und 2014 war dann unser erster Release unter dem Namen Edelmeer. Und die Nummer hieß Die Erde brennt. Die Erde brennt auch heute, also ihr habt sehr futuristische Vorstellungen gehabt, sehr gut. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, Die Erde brennt, euer erster veröffentlichter Song, den ihr gemeinsam veröffentlicht habt. Habt ihr vorher auch schon Dinge veröffentlicht oder war es jetzt auch tatsächlich das erste Projekt, was ihr mal auf CD gebrannt habt? Es gab einen Vorläufer zu Edelmeer. Wir haben unter dem Namen Sabine Manuel, also es ist eben meine Frau oder damals noch nicht Frau, doch schon Frau, ja, war auch schon. Sabine eben und ihr, wie kam das zustande eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Ne? Der Name deiner, dein Zweitname wurde irgendwie mit verheiratet, mit verwurschtelt. So kam Sabine Manuel zustande, ist im Prinzip dasselbe wie Edelmeer. Damals habe ich das komplett produziert, habe den Song geschrieben, zusammen mit Michael Michailow, ein Osnabrücker Musikkollege. Und ja, und dann habe ich mir das Cover mal angeschaut. Es war nach, also die Außenwirkung war ein Soloprojekt, eben nur Biene drauf als Sabine Manuel. Und ich habe mir das angeschaut und die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber ich fand einfach, ich bin zu gut aussehend und ich muss da dabei sein. Und ich sage gar nichts dazu, aber Biene lacht. Sagt alles. Mag der Hörer sich vorstellen, was er möchte? Aber nee, ein toller Typ. Ist ja tatsächlich so, dass wir, wenn wir unterwegs sind, zu zweit unterwegs sind und Tobi hat einfach die, ich nenne es mal, musikalische Leitung und ist einfach der dann die Instrumente spielt, hauptsächlich Keyboard, aber eben auch mal Gitarre und ich bin dann die Sängerin dazu und ja, ich meine, wir sind verheiratet, wir machen alles gemeinsam, logische Konsequenz, wir treten auch als Duo auf, genau. Und ihr liebt beide das Meer? Oh ja, wir sind absolute Kreuzfahrtfans. Gottes Willen. Ja, gibt es natürlich jetzt verschiedenste Meinungen, aber das ist meistens die Meinung von denen, die es noch nie gemacht haben, so wie ich nämlich noch nie gemacht, weil ich stelle mir da tatsächlich vor, wie die Golfer. Alles Ü80? Nein, um Gottes Willen. Nein, ganz nein, anders. Man muss jetzt sagen, es kommt auch daher so ein bisschen, Tobias war vor ganz, ganz vielen Jahren, ich weiß es gar nicht, so 12, 13, das 14 war Jahre. 2002 plus minus ein Jahr. Bin also noch länger, war er auf der ersten, darf man das jetzt sagen, AIDA? Darf er alles sagen. Als Musiker mit unterwegs und ja, als wir dann die ersten gemeinsamen Urlaubsplanungen haben, wollte er mir natürlich so das Meer und Kreuzfahrtschiff und so näher bringen und ich war auch begeistert und mittlerweile der Sohn auch noch, also ja. Wärst du denn auch auf die Idee gekommen, wenn du da keinen Job gehabt hättest? Tatsächlich nicht, weil eben so. Genau das, was du jetzt sagtest, das war
damals ja speziell noch die Meinung, alles hochgestochen und man rennt da den ganzen Tag im Anzug rum und so weiter. Gerade diese AIDA-Szene und alles, was es dann eben noch danach gab mit Mein Schiff und so weiter, um jetzt da keine Werbung für einen Anbieter speziell zu machen, waren ja vor allem in der Anfangszeit Clubschiffe. Also das hatte, genau. Die haben ja das geprägt, da läuft man dann auch mal tagsüber in kurzen Hosen rum und es wird gefeiert und so weiter. Und das war dann natürlich schon ein echt cooles Erlebnis. Und zu der Zeit, wir haben da ein paar Jahre drin gehabt, so zwischen, ich sag mal, 2002, 2005, da haben die Bands auch wirklich richtig Partymusik gemacht. Also es war keine Abendtanzgala, irgendwie sowas, sondern da ging es echt auf die Glocke, eben auch von... Also kein Captain's Dinner. Nee, sondern auch wirklich, also richtig, richtig Party-Songs, Dance-Songs, hinten raus Rock, und wir hatten da richtig Gaudi, richtig, richtig Party. Und ja, das hat schon enorm Bock gemacht. Und ja, das ist so die Kreuzfahrt-Leidenschaft, die ist auf alle Fälle hängen geblieben. Nicht nur wegen der Party, sondern einfach Welt erkunden und so weiter. Ja, und dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr konnten wir nicht aufs Schiff, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen. Wir hatten ein Wohnmobil gemietet und sind eben damit einmal quer durch ganz Deutschland gefahren, waren sogar in Köln mit unserem Wohnmobil mitten in der Stadt. Fast wie die Kelly-Family, klassisch. Es war wirklich schwer, weil es war ein recht großes Wohnmobil, damit in Köln in der Stadt, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Ja, das macht man auch nicht. Das macht man nicht. Dass man eine Vorstellung hat, es war ein 18-Tonner, also ein Liner quasi, ein wirklicher Reisebus quasi, wenn man so will. Also Klasse 2 Führerschein. Ja. Und war halt mal, man konnte in dem Jahr nichts anderes machen und wir wussten da noch nicht, dass wir umziehen, dass wir da irgendwie ein Haus kaufen und waren noch kurzzeitig der Meinung, Budget gibt's noch her und haben dann ja halt meinen Traum erfüllt und mal ein richtig ordentliches Wohnmobil und ja, zufälligerweise wollten wir damit nach Köln in die Stadt fahren und haben dann festgestellt, oh, schwierig. Und war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, wir haben dann beim Tierheim gesehen, im großen Parkplatz davor und da mehr oder weniger einfach mal geklingelt und gefragt, ob man da gegen Spende einfach mal parken dürfen. Genau. Wir haben uns halt die Schranke aufgemacht, fanden das auch witzig und haben mal diese Elektroroller da gemietet und sind dann damit in die Stadt gefahren und dann das Ganze wieder retour. Also war ein cooles Erlebnis und dann natürlich das Endziel war dann wirklich mehr, also Timmendorfer Strand, da war dann das Ziel dieser Tour. Ach, dann lass uns doch nochmal irgendwas mit mehr hören. Habt ihr was dabei? Genau, Hintergrund der Tour war die damalige Single, die eben auch so diese ganze Corona-Sache ein bisschen aufgreift oder einfach diese Sehnsucht mal wieder rauszugehen. Und die heißt treffenderweise Mehrweh. Mehrweh, das habe ich auch. Da hören wir jetzt mal rein. Raus bei Nacht und Nebel und im Dunkeln wieder. Lass uns mal kurz auf die Kreuzfahrt kommen, weil du hast natürlich die Partys hervorgehoben. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der ist DJ und legt regelmäßig auf den Schiffen auf, ist im Augenblick auch ein bisschen arbeitslos. Der erzählt mir natürlich auch immer von diesen tollen Partys, aber das ist ja nicht das, was eigentlich die Kreuzfahrt ausmacht. Oder ist das die Liebe, die ihr zur Kreuzfahrt entwickelt habt? Nein, tatsächlich, das war damals eine Phase, die mal Spaß gemacht hat, die aber ja fast geendet ist. Es ist heute ein bisschen anders. Nee, es ist heute einfach toll, viele Häfen, viele Länder, viele Kulturen in kurzer Zeit zu erleben. Und die erlebst du dann auch wirklich? Weil ich habe immer so das Vorurteil, sage ich mal im weitesten Sinne, dass du so einen Hafen anfährst, ja, dann 2 Stunden raus und dann wieder rein und dann nächste. Ist tatsächlich so, dass man nicht unbedingt so in die Tiefe geht. Das ist meistens so ein bisschen oberflächlich. Wir sind jetzt auch nicht so die Urlauber, die jeden Tag Reiseprogramm brauchen und so Ausflugsziele. Das machen wir mal so 1-2 Mal pro Urlaub mit und dann reicht's auch. Wir haben einmal vor ein paar Jahren den Gag gemacht, wir haben einfach die gleiche Route 2-mal hintereinander gebucht. Dann hatten wir gar nicht den Drang, immer alles sofort anzuschauen und konnten da auch echt genießen. Und ich muss gestehen, wir verschlafen dann immer sehr gerne auch mal Häfen. Und lernt dabei dann die Kultur kennen, genau. Weil ihr die Vorträge vorher anhört. Natürlich. Ich muss sagen, für mich ist einfach so auf dem Meer sein. Man ist so richtig abgekoppelt vom Rest der Welt, zumindest zur Anfangszeit dann auch noch komplett ohne Internet. Da war dann wirklich Telefon, Internet, alles weg. Und man hatte einfach diese Weite, diese Leere fast schon vor sich,
und man musste sich um nichts kümmern. Das Essen war da, man konnte den ganzen Tag einfach so richtig Seele baumeln lassen. Und das war für mich so einer der Orte, wo man einfach komplett runterfahren konnte. Mhm. Komplett. Den Alltag hinter sich lassen konnte. Und das verbinde ich auch heute irgendwie noch mit der Kreuzfahrt. Und deshalb, was aber auch viele sagen, ist, dass die Schiffe immer größer werden. Du bist teilweise mit 3.000, 4.000, 5.000 Touristen auf so ein Ding plus den Personal. Ja, und jetzt gebe ich auch noch das ist sicherlich eine eigene Meinung, aber eine Empfehlung ab. Gerade, wenn man jetzt AIDA schon mal erwähnt, die bilden ja das komplette Portfolio ab. Von der Kara, die mit, ich glaube, inklusive Crew 1.500 Leute unterwegs ist, bis hin zur größten hoch, wo es dann eben ein paar Tausend sind. Und tatsächlich ist die kleine, also die Ur-AIDA, die Kara, diejenige, auf der einfach das schönste Klima ist. Man, wenn Essen geht, man trifft am nächsten Tag auch mal dieselben Leute wieder. Und man kann es echt nicht in Worte fassen, aber ich kann sagen, jeder, der da schon mal drauf war, erzählt irgendwie dasselbe. Die hat das größte Herz. Das ist kuscheliger, das ist einfach schöner. Intimer. Genau, und deswegen die Empfehlung. Ja, wobei, man muss jetzt so ein bisschen, wir haben das immer so zu zweit genossen. Ja, okay. Man muss jetzt sagen, auf den großen Schiffen die Kinderbetreuung 1A. Also es gibt auch Kinder auf diesen Schiffen. Es gibt auch sehr viele Kinder und gerade in der Sommerferienzeit nicht zu unterschätzen. So Mittelmeerraum, da gibt's dann, ist also halb Erwachsene, halb Kinder. Deswegen. Und die finden auch da genügend Dinge, die sie beschäftigen? Ja, natürlich. Gibt's ja Kinder-Entertainment-Programm und Wasserrutschen und spezielles Kinder-Kino-Programm. Und Spielplätze und Pools und alles Mögliche. Also da wird's definitiv keinem Kind. Wie lange braucht ihr denn, um auf so ein Riesending euch zurechtzufinden? Ja, das dauert mit Sicherheit einige Tage. Ja. Also so 2-3 Tage auf den großen, bis man die Orientierung hat, ist schon normal. Wobei, aber trotzdem nicht irritierend für euch, ist trotzdem in Ordnung. Also mal so gesagt, wenn wir jetzt irgendwo in Urlaub fliegen und da erst Hotel kennenlernen und Umgebung, braucht man ja auch so 1-2 Tage Eingewöhnung deshalb. Es heißt ja auch nicht, dass wir nicht auch mal irgendwo hinfliegen, ganz in Ruhe und Hotel, Strandurlaub genießen. Also ihr seid Dauerurlauber. Entweder das hört sich jetzt so an, aber in so vielen Jahren kommt natürlich so ein bisschen was zusammen. Wir genießen aber auch einfach mal so, gerade wo wir in München waren, auch mal irgendwo an See zu fahren. Oder einfach mal. Also zu dem Kommentar Dauerurlauber genau das Gegenteil. Also wir haben vielleicht mal 10 Tage im Jahr, wo wir uns irgendwann mal rauseisen können. Das Corona-Jahr war natürlich jetzt ein bisschen anders, aber vorher waren wir permanent entweder mit Edelmeer oder mit der Partyband unterwegs und das an meistens, ich sag, ja, 48 bis 50 Wochenenden im Jahr. Und dann bleibt wirklich ein ganz, ganz kleiner Slot übrig. Und da ist es dann auch extrem wichtig, dass man da eben mal komplett ausklinken kann. Und ja, da war eben unser Kreuzfahrtabenteuer immer das Angenehmste. Also ein klares Plädoyer, einfach das Thema Kreuzfahrt mal ausprobieren, wenn es geht. Unbedingt. Ansonsten haben wir jetzt Fernweh geweckt bei allen Hörern, machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann geht's aber wieder um eure Musik. Der Fremde, dem mein Herz gehört, was hält er wohl von Es ist mein Traum, dein Traum zu sein, haben wir gerade gehört. Ein sehr schöner Satz. Von wem kommt der Text? Der kommt tatsächlich nicht von uns, sondern der kommt von Alex Scholz. Okay. Sehr, sehr, sehr erfolgreicher Schlagertextdichter. Wenn ich mich nicht irre, auch aus Köln. Also wir haben in Köln Rein. Es ist wichtig, dass du immer unsere Franke kommt durch. Wir haben mit ihm in Köln am Rhein schon Bier getrunken. Genau, damals war es noch unser kleiner Textdichter. Ich hoffe, er hört es jetzt nicht. Aber, mittlerweile, er war im vergangenen Jahr tatsächlich der erfolgreichste Textdichter Deutschlands im Bereich Schlager, Radio und TV. Und ja, es ist dann schon eine gewisse Ehre, mit so zwischenzeitlich erfolgreichen Jungs zusammenzuarbeiten. Und eines seiner ersten Werke oder früheren Werke war für uns. Es ist mein Traum, dein Traum zu sein. Genau. Und für uns auch das erste Mal, dass wir richtig im Radio vertreten waren. Wir waren damals 4 Wochen in den deutschen Airplay-Charts mit dieser Nummer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tobi, mal ein anderes Thema. Du hast mir verraten, dass Freddie Mercury auch
so immer so ein bisschen über dir schwebt? Also was nicht, die Musik nicht nur Freddie, sondern Queen. Queen als Ganzes. Queen als Ganzes. Natürlich. Muss man auch als Ganzes sehen. Absolut. Das hat, auch wenn wir Schlager machen, absolut Einflüsse. Sei es bei Chören, die natürlich Queen einfach so, das ist einfach die Bibel. Ne, für das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Wie passt das bitte schön zusammen? Genau, also Chör ist ein Riesenthema natürlich, Produktion als Ganzes. Immer mal was Verrücktes, immer mal was, zum Beispiel unsere erste Maxi-Single war mit Erde brennt einfach so ein doch recht progressive Nummer. Dann war aber gleichzeitig mit Träume auch ein ganz, ganz anderer Stil, eben verträumter Stil drauf. Was ja Queen auch macht. Die haben ja auch von Stone Cold Crazy bis Crazy Little Thing Called Love einfach so ein sehr breites Portfolio. Und das versuchen wir, oder unser Interessensgebiet ist auch sehr breit und das versuchen wir auch mit unserer Musik so ein bisschen auszudrücken. Und auch, es gibt nicht viele, aber das ein oder andere Keyboard-Solo, ich bin ein Keyboarder per se, das bei Edelman mal auftaucht. Wenn man das schreibt, im Studio sitzt, kommt irgendwie der Brian May auch so ein bisschen im Hinterkopf der mit rein. Der auch ein großartiger Keyboarder ist. Nein, der ist natürlich ein Gitarrist, aber Brian May schreibt sehr melodiöse Solos. Das heißt, die Queen-Fans, die können auch ein Queen-Solo fast mitsingen, weil es einfach nicht nur irgendein Solo ist, sondern einfach eine eigenständige Melodie hat. Und das versuche ich auch in meinen Werken mit reinzubringen. Von daher ist durchaus dieser Einfluss gegeben. Gibt's für dich auch irgendeine Gruppe, die dich geprägt hat, oder? Ich muss sagen, Tobi hat mir die Liebe zu Queen so ein bisschen nahe gebracht. Wir waren auch die letzten Jahre dann immer wieder auf Konzerten, natürlich dann Queen und Adam Lambert. Mhm. Aber mittlerweile habe ich das auch sehr lieben gelernt. Wobei natürlich so meine Jugendzeit dann auch noch im Rockbereich eher liegt. Genau. Den harten englischen Rock? Alles. Also Tobi hat irgendwann mal meine Maxi-CD-Sammlung entdeckt. Ja, ist dann Metallica und Hatter. Nein, das auch nicht, aber sehr, sehr, doch, sehr bunt. Sehr, sehr, sehr bunt gemischt, ja. Sehr, sehr viele Einflüsse. Wie kommt man dann auf die Idee, eigentlich mit den Vorprägungen jetzt diese Musik zu machen, mit Edelmeer? Langes Schweigen. Ja, erkannt. Ist ganz, ganz schwierig. Wir waren zu dem Zeitpunkt, wie eingangs einmal erwähnt, mit der Partycover-Band unterwegs, haben da sehr viel Tanzmusik gemacht. Und man hat natürlich versucht, dann Musik zu machen, die man live auch verbreiten kann, die man Leuten vorspielen kann. Und dann war es einfach naheliegend, ein Thema zu finden, das tanzbar ist, das in diese Veranstaltungsreihe reinpasst. Das soll jetzt auch nicht so sehr nach Kalkül klingen. Es ist nicht so, wenn man kommt jetzt so ein bisschen durch. Wie können wir das jetzt verkaufen? Genau. Und Arschlager. nee, so ist es nicht. Aber es hat einfach, diese ganzen vielen Bausteine haben zusammengepasst und wir fühlen uns dann schon darin wohl. Einerseits im Studio diesen Schlager, der hört es vielleicht in unseren Produktionen auch, der ein Dampfer, der ein Schub dahinter ist. Das hat Spaß gemacht, dann mit zu produzieren. Andererseits dann auch die Herausforderung, live das Ganze in ein mit Musikern nachspielbares Genre zu übersetzen. Live ist eben mehr sehr, sehr rocky. Und da kommt auch wieder deine Queen-Frage, da kommt auch durchaus wieder ein bisschen Queen rein. Und die ganze Kombination, die macht dann schon, die macht definitiv Spaß. Ja, man merkt, ihr lebt von der Präsenz, ihr liebt die Präsenz auf der Bühne, jetzt hier auch, gibt euch ja sehr fröhlich beim Talk, das ist nicht immer so. Im Augenblick ist das ja alles gar nicht so möglich. Ja, wir blicken noch nach vorne. Wir hoffen natürlich, dass sich da bald wieder die großen Bühnen öffnen. Aber im Moment sind wir auch ganz, ganz glücklich, dass wir so ein bisschen unser Leben sozusagen einfach leben können, unser Haus renovieren können. Und tatsächlich das Erste, was im neuen Haus fertig war, war der Proberaum. Also das sagt alles. Das Zweite war Studio. Von daher, wir machen natürlich. Man hat jetzt mal Zeit, genau, nicht live, sondern im Studio zu arbeiten. Wir hören noch mal einen Song von euch und dann sind wir gleich auch leider schon am Ende. Aber worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte, ist, dass ihr ja nicht nur Musik macht. Und wir sind grundsätzlich mal bereit, darüber zu reden, und das machen wir gleich nach einer kleinen Pause. Oh, sorry. Ja, der Moritz, der winkt immer ganz verzweifelt. Man darf ihn da nicht ignorieren. Dieser Kuss von dir ist magisch, er schließt mir den Himmel auf.
So, das war eure aktuelle Single, Auf und Davon. Ihr seid gleich auch wieder auf und davon. Vorher möchten wir noch so ein paar Kleinigkeiten von euch erfahren. Wo ich eben darauf hinaus wollte, war tatsächlich, was macht ihr eigentlich neben der Musik? Ihr seid ja tatsächlich bei dem Job. Also neben der Musik ist gut gesagt, denn eigentlich sind wir im Alltag unter der Woche von Montag bis Freitag einfach Arbeitnehmer, arbeiten beide für einen Automobilhersteller. Einmal Tobi als promovierter Physiker in der Entwicklung. Ja. Hätten wir doch ganz anders reden können, ich als Ingenieur, Donnerwetter. Und ich als Kommunikationswissenschaftlerin und Lokopädin, ich habe es ins Qualitätsmanagement verschlagen. Ja, und dann haben wir eben dieses sehr ausgeprägte Hobby am Wochenende. Ja, aber unter der Woche, ja, gehen wir ins Büro und nebenbei sind wir auch noch Eltern. Heiligsblechle, wie kriegt ihr das alles unter ein Dach? Na, dafür habt ihr jetzt ein Haus gebaut. Ganz genau. Ja, das ist, tatsächlich gibt's dann mal Peakbelastungen, die nicht ganz ohne sind. Man muss das zunächst mal richtig wollen. Und wir sind einfach Musikverliebte. Und wir sind auch so ein bisschen verrückt, muss ja, man auch ganz noch dazu klar. sagen. Kann ich bestätigen, ja. Also, wir hatten schon Phasen. Also, wenn ich an 2016 zurückdenke, da hatten wir zwei Single-Veröffentlichungen in einem Jahr. Parallel hatte ich einen Jobwechsel, bin bei BMW von der Fahrzeugerprobung in die Entwicklung gewechselt, habe dann ein eigenes Entwicklungsteam geleitet für den heutigen X5, X6 und X7. Da war richtig was los und im selben Jahr hatte ich dann noch meine Verteidigung, also sprich die Abschlussphase meiner Promotion. Und wir waren in dem Jahr mit ca. 50 Shows dann live unterwegs, 40 mit Band und der Rest dann im Duo. Und da tatsächlich waren wir dann auch, um nochmal einen Bogen zur Kreuzfahrt zu kriegen, dann an dem Jahresende auf Kreuzfahrt und wir waren zwei Wochen unterwegs und ich glaube die ersten 10 Tage nichts mitbekommen, weil ich einfach nur geschlafen habe. Das war dann schon echt mal grenzwertig. Ihr seid auch noch Eltern, habt ihr eben erzählt. Wie alt? 3,5 Jahre. Kennt ihr euch? Natürlich. Nein, also es ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, so ein halbwegs geregeltes Familienleben zu leben. Ich arbeite deshalb auch nur halbtags, muss man jetzt sagen, um einfach den ganzen Nachmittag Mama zu sein und zu kochen und mit dem Kind zu spielen. Jetzt gerade ist er tatsächlich bei Oma und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir die familiäre Unterstützung aus allen Richtungen haben. Und unser Sohnemann ist auch toi, 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 wirklich sehr offen und pflegeleicht, was das angeht und freut sich dann mit Opa Schneemann zu bauen und freut sich dann am Abend, wenn wir wieder da sind und können gemeinsam Abendessen. Also er kennt es von Anfang an und es war tatsächlich immer nur für uns als Eltern schwer. Man macht sich vorher natürlich riesen Gedanken, wir waren einmal 3 Tage am Stück weg, da war er gerade ein Vierteljahr alt, das war dann wirklich schwierig und dann da war so ein halbes, dreiviertel Jahr, war mal Ausland unterwegs, da waren wir 4 Tage im Kosovo, haben dafür für die KFOR-Truppen gespielt und natürlich vorher riesen Gedanken gemacht, verdammt, was machen wir da, wenn er weint und Zeug, können wir nicht mal schnell heimfliegen? Und wir waren da, als er von Oma abgeholt wurde und die mit dem VW-Bus weggefahren sind, wir waren beide auf dem Hof gestanden, mir die Tränen in den Augen und er eigentlich ganz entspannt gewunken. Und da haben wir dann mal gefacetimed und der hat keine Zeit für uns gehabt und von daher, der macht das super mit und wir versuchen halt, wie es Biene erwähnt hat, außerhalb der Reisezeit uns maximal mit ihm zu beschäftigen und ich glaube, das passt alles sehr gut. Gibt's denn bei euch den Wunsch, dass ihr möglicherweise irgendwann mal nur Musik macht oder könntet ihr auch damit leben, wenn das mit der Musik nicht mehr so funktioniert? Vor einigen Jahren tatsächlich so vor der Entscheidung gestanden. Machen wir Partyband jetzt hauptberuflich? Gehen wir in die Vollen? Machen wir das Doppelte an Shows wie bisher? Oder wollen wir auch so noch so einen Brotjob haben, so einen Brötchenjob? Und haben uns dann tatsächlich so ein Stück weit in Anführungszeichen gegen die Musik entschieden, aber dürfen ja trotzdem unseren Traum aktuell durch unser eigenes Projekt, durch unsere Veröffentlichungen leben. Wir hätten natürlich gar nichts dagegen, wenn das noch intensiver wird. Im Gegenteil, also wie gesagt, das ist ja so ein Traum, jeden Musiker seine Musik im ganzen Land zu verbreiten und live unterwegs zu sein. Muss fast intervenieren, weil gegen die Musik entschieden. Wir haben uns halt dafür entschlossen,
einen Job zu machen mit 40 Stunden die Woche und nochmal 40 Stunden Musik obendrauf. Genau. Plus 40 Stunden Eltern. Genau. Herrlich. Aber ich habe bei euch auch den Eindruck, dass euer Job euch auch Spaß macht, dass ihr den nicht mal eben so an den Nagel hängt und dankbar seid, dass ihr vielleicht auch von der Musik leben könntet. Also das ist schon ein Thema, was euch auch weitertragen wird. Also, wenn es keinen Spaß machen würde, deswegen, das ist kein Brot- und Butterjob, sondern da ist genauso Leidenschaft dahinter. Und wir haben uns halt, Musik ist einfach ein schwieriges Pflaster. Unsere Herzen würden das am liebsten volle Kanone machen, aber es ist ein gewisses, wir haben einfach Risiko, muss man auch nüchtern betrachten, das voll zu machen und uns deshalb einfach nie getraut und einfach sind einen ganz normalen, soliden Weg gegangen, auch mit Leidenschaft und jede freie Minute, die wir haben, nutzen wir für die Musik und sind sehr happy mit dem, was bis jetzt schon passiert ist. Ich bin eigentlich auch ganz happy mit diesem Kaffeeklatsch. Allerdings neigt auch der sich irgendwann dem Ende. Wir sollten unbedingt noch eure Kontakte vielleicht veröffentlichen. Sprich, gibt es eine Internetseite? Wo kriegt man mehr Informationen? Wo findet man eure Songs? Genau, www.edelmeer.de ist, glaube ich, die zentrale Anlaufstation. Von daher geht's weiter auf alles, Social Media, Videoplattformen und so weiter. Dann könnt ihr uns natürlich auch ganz, ganz gerne bei Instagram anschauen und folgen. Da freuen wir uns, da ist auch immer das Aktuellste zu lesen, zu sehen. Und bei Facebook natürlich auch. Einfach Edelmeer suchen und finden. Wir werden das auch entsprechend auf Facebook, Instagram und auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir sind am Ende. Ich danke, dass ihr diesen weiten Weg auf euch genommen habt. Ja, Dankeschön, dass wir hier sein durften. Sehr, sehr schön hier bei euch. Das höre ich immer wieder und auch immer wieder gerne. Danke, dass ihr da wart und kommt gut zurück. Danke, ciao.